Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neon Internet 2 mit mir, TheXHabix. Ich war gerade noch verkaufen und jetzt wollte ich nur mal kurz bei der Kreuzwegfeste vorbei und dort nochmal nach dem Rechten schauen, weil die muss ich auch auf Vordermann bringen, dass wenn wir dann wirklich mal noch irgendwann Richtung Ende dieses Spiels kommen, dass wir dann da nicht voll am Abkacken sind. Was sind das jetzt? Graumantel-Sergeant oder Sergeant oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ihr zwei beschäftigt die Kleinen, alle anderen kümmern sich mit mir um den Großen. Hauptmann! Steckt ihr in Schwierigkeiten? Ich fürchte, unsere Ausrüstung ist nicht geeignet, um mit diesen Kreaturen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir ohne eure Hilfe überleben. Ich komme mit. Für die Kreuzwegfeste, für den Hauptmann! Ja. Na dann los. Ja. Feuer frei! Der Zwerg macht sie platt. Und meine Soldaten haben auch überlebt, also wir brauchen unbedingt irgendwie einen Schmied. So. Wir brauchen ganz dringend einen Schmied, also ich würde sagen, dass ich das am besten noch, noch bevor ich sämtliche Allianzen geschlossen habe, dass ich das dann vorher mal noch gemacht habe. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Was bringt's mir, wenn wir ganz viele Soldaten haben und alles aber, ja, die weder Rüstung noch Waffen haben. So, einmal Taxi hier. Kommt mir schon vor wie so ein China hier, so Kinderarbeit, dass der Kleine mich hier Huckepack nimmt und durch die Gegend tragt. Trägt, ja. Die Unterhaltung mit den Echsen, ey, die haben mehr Schaden angerichtet als sonst was, ey. Bei meinem Deutsch. Sicher, Lord Nesher hat unter der schlechten Handelssaison sehr gelitten, aber vielleicht kann er ein wenig Gold entbehren, um die Männer anständig zu bewaffnen. Aber genug von meinem Gerede. Braucht er etwas, Hauptmann? Okay. Dann ab wenigstens zum Videl und dann ja, die äußeren Mauern, die haben wir jetzt glaube ich fertig, also der Bau ist abgeschlossen, Hauptmann. Ich bin bereit für neue Aufgaben. Was sollen wir tun? Ich will was wieder aufbauen. Mein Lieblingsthema. So viel zu bauen, so viel Arbeit. Gebäude im Innenhof. Es gibt zwei Gebäude, die ideal für Kaufleute wären. Das eine kann man in eine Schmiede verwandeln, die sich ein Rüstungsschmied und ein Schmied teilen könnten. Das andere könnte man in einen anderen Laden verwandeln. Vielleicht für einen Krämer oder einen Zauberhändler. Sagt einfach Bescheid, meine Männer. Gehen an die Arbeit. Verbleibendes Budget. 2087. Schmiede. Es dürfte nicht lange dauern, bis die Schmiede fertig ist. So viel zu tun, so viel zu tun. Ich müsste mal auch mal noch gucken, wie soll ich sagen, wie ich Geld in die Kasse reinbekomme hier. Also ob ich das auch selber einzahlen kann. Das würde mich mal nur interessieren, ob das irgendwie geht. Da muss ich mich jetzt mal echt mal erkundigen. Nach diesem Part. Die Männer, die wir in das Halblingdorf geschickt haben, haben sich gemeldet. Unsere bei Leafs stationierten Graumäntel haben vor einigen Tagen gegen die Banditen gekämpft. Es war ein blutiger Kampf. Die Banditen wurden vertrieben und ich bezweifle, dass sie wiederkommen. Der Halblingbürgermeister schickt seinen Dank. Was kann ich für, wie kann ich euch dienen, Hauptmann? Okay. Erstmal ein Bericht. Vergangene Zeit, 12%.
Einkommen 2780 Gold. Anzahl der Rekrutierungen 5. Okay. Stärke der Einheit sehr niedrig, das ist schlecht. Ganz schlecht. Es muss besser werden. Sie wollte sich hinrichten, doch seine Wahl hat darum gebeten, euch über ihr Schicksal entscheiden zu lassen. Thorio Clavin hat ihre uneingeschränkte Zusammenarbeit zugesichert und wird uns alles sagen, was sie weiß, wenn ihr Leben verschont wird. Lasst ihr sie leben, wird sie in die Kreuzwegfeste verlegt und als Informantin befragt. Was wollt ihr tun? Der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder was? Ach, komm, was soll's. Für die Informationen, auch wenn ich sie echt nicht leiden kann, die... Ich sag's besser nicht. Sehr wohl, ich lasse Thorio in die Kreuzwegfeste bringen. Ist sie erst einmal hier, behalte ich sie im Auge. Das ist gut. Wie kann ich euch dienen? Es tut mir leid, Hauptmann, aber das... Säckel der Feste ist beinahe leer. Verbleibendes Budget da... Okay. Die Handelsstraße. Stört aber nach dem Lastenkrieg Warlorden Nisha gezwungen, häufiger Steuereintreiber in seiner Linde zu schicken. Das werdet auch ihr tun müssen. Ich lasse euch wissen, wenn die Steuereintreiber kommen. Aber ihr müsst schon vorher den Steuersatz festsetzen. Ihr befehlt, Hauptmann. Ja, fangen wir erstmal locker an. Wir brauchen mehr Männer. Okay. Was ist mit Bevel? Er sagte, dass er in Westhafen nur Erfahrung in der Miliz hatte. Wenn andere Hafenleute so zäh sind wie er und... wie ihr und er, was würde ich ihm weiter geben? Er ist kampferfahren und... ein natürlicher Anführer. Er wird uns in der Ausbildung als Sergeant dienen, okay. Aber unter seiner Ausbildung liegt etwas Unruhiges. Er zittert wie eine schlecht ausbalancierte Klinge. Wenn sich das ändert, ist er noch fähiger. Habt ihr Pläne für ihn? Ich wollte ihn ausbilden, die Patrouillen auf der Handelsstraße anzuführen. Aber wie immer gilt, wenn ihr andere Befehle habt... Er könnte auch die Patrouillen in den... Ja, hat schon recht. Ich verstehe, was er meint. Es wäre ähnlich wie seine Arbeit in Westhafen. Seid ihr euch mit der Ausbildung sicher, Hauptmann? Ist er erst einmal ausgebildet und einer Aufgabe zugewiesen, können wir ihn nicht andersweitig einsetzen. Ach komm, machen wir so. Ausgezeichnet, ich kümmere mich sofort darum. Erstmal nichts mehr, so. Wir brauchen Geld, das mit dem Geld hätte ich müssen viel, viel früher machen. Mit dem Zehnteintreiben, Steuern und so weiter und so fort. Naja. Ich würde sagen, nach der Schmiede kümmern wir uns dann unbedingt drum, dass wir einen Schmied auftreiben, also so ein Rüstungsschmied. Im Moment haben wir einen Waffenschmied. Der ist schon fertig, oder was? Wo ist schon? Verbleibendes Budget für die Feste, okay. Umliegende Gebiet.
7000 Gold. Das ist jetzt bitter. Ich muss echt mal gucken, wie ich da Gold transferieren kann oder so. Weil ich meine, wir haben 27.000, habe ich so in der Tasche. Die würde ich gerne nutzen können. Also unbedingt mal gucken und ich glaube, ich informiere mich echt mal. Was mache ich ja eigentlich gerade? Ich hätte auch können oben das Taxi nehmen. Ach, meine Güte. Ah, ihr seht, ich bin gegen Kinderarbeit. Ist auch was Tolles. Und die hängen schon wieder. Ich höre. Ja? Hängt der oder hängt der nicht? Na, mir egal. Ich gehe jetzt einfach mal drauf los. Und hoffe, dass die hinterherkommen, so mehr oder weniger. Einer kommt wenigstens. Von daher denke ich mal, dass wenigstens ich nicht dort noch festhänge. Das ist die Hauptsache. Und dann nix wie auf zum Eisenfaust-Clan und dort die Allianz schmieden. Ja, lassen wir es gerade so. Ja. Obwohl. Den brauchen wir ja so gesehen nicht unbedingt, oder? Holen wir stattdessen den Kesselwehr mit, der kann nämlich noch ein bisschen tanken. So, Eisenfaustfestung, auf geht's. Weil anders sind wir ein bisschen arg squishy und ich bin ja nicht so tanky. Von daher denke ich, wird das so am besten klappen. Hoffe ich mal. Sehen wir dann. Ah, der hat ja noch ihr Levelaufstieg-Dingens. Ja, Paladin als weiter empfohlen. Schon wieder Levelaufstieg. Wie viel Levelaufstieg hast denn du dann jetzt? Schon nochmal. Ah ne, Moment mal. Das würde ich jetzt gerade gerne einfach mal gucken. Hier so. Holen wir das. Er soll ja auch tanken für uns. Abhärtung. Und Umschlag. Ja, komm, holen wir das. Er hat ja noch ein paar Level, also von daher. Als weiter. Er hat wirklich noch ganz schön viele Level, Mann. Im Kampf zaubern wäre auch wichtig. Dann bin ich derselben Ansicht. Charisma so wichtig, Mann. Na komm. So, endlich. Ja. Gerade noch speichern. Ach ja. Der Leuchtsteinspeicherstand. Leuchtsteinspeicherstand. So rum. Wer ist da? Niemand da. Kelga. Ihr seid zurückgekehrt. Und er bringt jene mit, die uns gegen die Krottenschrate geholfen haben. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Kaya. Und zwar stehen und nicht in einem Käfig wie beim letzten Mal. Ha, ich danke euch erneut für die Hilfe. Hauptmann. Seit eurer Abreise wurden viele unserer Hallen freigelegt. Ihr solltet die großen Hallen sehen, Kelga. Unser Volk hat sie gebaut. Unser Volk. Yay, Freude. Das ist in der Tat sehr beeindruckend. Passt zu uns, nicht wahr? Gute Steinarbeit, solides Fundament, das ist die Handschrift der Eisenfäuste. Ja, das ist sie. Wir würden die alten Hallen gerne sehen, aber wir sind nicht zum Vergnügen hier. Es wird Krieg geben und die Eisenfäuste müssen marschieren. Nur Keros kann die Entscheidung treffen. Hä? Also ist Keros endlich hier? Wo ist er? Ich kenne Keros schon lange, wir haben uns nicht in Freundschaft getrennt, aber er ist nicht nachtragend. Ah, Schwierigkeiten sind unsere Spezialität. Wie wahr, aber Keros ist ein harter Brocken, außerdem hört er schlecht, na ganz toll. Er hasst euch, Kelga. Das sind natürlich wunderbare Voraussetzungen.
Tja, ja, das stimmt wohl. Ich hatte gehofft, er hätte es vergessen. Na, wirklich ganz tolle Voraussetzungen. Ihr müsst ihm euer Anliegen auf jeden Fall vortragen. Ich bin immer für einen guten Kampf zu haben, aber Keros wird wissen, was zu tun ist. Keros ist gleich da vorne, rechts hinter der Halle. Viel Glück, Helga. Ja, das kann ja was werden. So, rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ah ne, das andere rechts. Oh cool. Die trainieren hier ja ganz schön fleißig für unseren Krieg. Muss man ja mal so anmerken. Aber so wunderprächtig sehen die Hallen hier auch nicht aus. Da fand ich aber Moria schöner. Aber naja, man kann nicht alles haben. Vielleicht sieht es ja hinten besser aus. Mal sehen. Da haben wir nur einen Ofen. Was haben wir denn da Gutes? Nix. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich beende hier den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.